Hallihallo. Jo, mein drittes Backerl. Ich habe jetzt leider so lange warten müssen. Ich habe nicht früher Zeit gehabt. Und ich habe das ja schon mehrmals gesagt, wenn ich denn schon ein Backerl auspacke, dann will ich mir da auch Zeit nehmen dafür und das nicht alles so, ja, schnell, schnell, schnell. Deswegen, liebe Alexandra, bitte nicht böse sein, dass ich jetzt ein bisschen länger warten habe müssen. Es backt selber. Ich habe das jetzt probiert, aber ich habe keine Chance, dass ich das irgendwie da un unter meine Kamera, also das war dann ungefähr da oder nur her. Aber ich habe auch ein Foto gemacht, weil sie hat es außen immer schön dekoriert und so weiter und so fort. Das werde ich auch kurz einblenden. Und ich habe es jetzt schon aufgeschnitten und oben das Papier rausgetan. Dieses hier. Das hebe ich natürlich auf. Gut. Und ich greife jetzt da einfach so mal wahllos rein und dann hat sie mir da noch so schöne Servietten eingelegt. Ich bin immer noch ganz fasziniert, wie viele verschiedene Servietten ich von der Judith gekriegt habe. Und ja, da war wirklich keine einzige dabei, die was ich so irgendwie schon habe. Und da hat mir die Alexandra jetzt nochmal drei so schöne eingepackt. Fällt mir auch von den Farben her total gut. Die heben wir natürlich auch auf. Legen wir da bald auf die Seite. Und jetzt lacht mir ja schon was an, das muss ich jetzt gleich selbst zu Hause nehmen. Guckt mal. Eine Mickey und Minnie Maus Taschentuchbox. Die ist voll süß. Ah, ja, die Patricia würde es sonst würde sagen, die darf man nicht hernehmen. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich sie hernehme. Schauen wir mal, ob ich sie hernehme oder nicht. So. Mache ich das nicht? Ich habe schon wieder was entdeckt. Post für dich, liebe Andrea. Schau mal. Und dann nur mal. Und da sind noch ein paar Bienchen. Mei, das ist ja nicht das Dicker. Super, oh, da hinten sind ja noch mehr drauf. Die sind ja cool. Und wie soll ich jetzt das quer aufkriegen, ohne dass ich die ganzen Sticker kaputt mache? Ach Gott. Oder geht das? Ich glaube, das geht sogar. Oder auch nicht? Na, oh mein Gott, ich glaube, ich habe schon was gesehen. Na, na, ist das hier? Mal Alexandra. Als solche Künstler. Ich habe noch, glaube ich, habe ich jemals schon so. Nein, ich habe noch nie eine Marienkäferkarte gekriegt. Die kann man so aufmachen. Ich gehe mal lesen. Ach, Alexandra. Danke, danke, danke. Dickes Bussi. Lese euch jetzt nicht vor. Manchmal müssen die Sachen auch geheim bleiben. Ja. Ich verrate nur so viel. Ja, die Alexandra wollte mir eine kleine Freude und eine kleine Überraschung schicken. Ja, liebe Alexandra, sein Paket wiegt 6,5 Kilo und ich krieg's nicht einmal unter die Kamera. So viel dazu. Du ist ein Nudel, du.
voll lieb gemacht, gell? War schön. Und jetzt sage ich das, was ich da vorher schon gesehen habe. Bitte schau es einmal. Sie ist ja wohl voll genial. Und das ist das Beste. Der Wegweiser nach Tirol. Nur für dich. Bleib gesund. Dankeschön, du auch. Da hinten sieht man an, und das ist so, so ein. Essex ist jetzt nicht so cool wie ich, aber ich kann das in der Kamera nicht sagen. Das funktioniert nicht. Essex ist aber wackel. Das ist cool. Was ist denn das? Ich muss das mal auspacken. Sind das? Das sein. Ups. Das sind Marienkäferflügel. Bitte, wo kriegt man sowas? Na genial. Jetzt kann ich mir als Marienkäfer verkleiden. Na, das war der Scherz. Beim Teddy. Ich sehe gerade, beim Teddy kriegt man sowas. Tja, ich habe das noch nie gesehen. Das ist so groß, ich habe das gar nicht Platz in der Kamera. Aber sechs ist schon. Da muss ich mir irgendwas Geniales damit einfallen lassen, glaube ich. Und das irgendwo auf die Wand hängen. Das ist cool. Dankeschön. Vielleicht irgendwie so selber einen Marienkäfer zeichnen und da dann draufkleben. Also einen Marienkäfer von vorne zeichnen, da draufkleben, dass er das dann seine Flügel sein, und dann kann ich es irgendwo hinhängen. Mal schauen, mal schauen. Die nächste Serviette. Nein, das ist gar keine Serviette. Was ist denn das? Das ist Filz. Ja, mega. Und schau auch die Farben an. Ah, schön. Blau und Petrol und Türkis. Cool. Ich würde echt meinen, das ist eine Serviette zuerst. Schaut aber auch irgendwie so aus. Oder ist das vielleicht so? Nein. Das ist Filz. Jedenfalls cool. Allein schon Monstera-Blätter und dann noch in meine Türkis- und Petrolfarben. Ja, was will man mehr? Ich muss schauen, dass man mal kriegt, weil das sieht. Oh, und jetzt kann man eingepackte Sachen. Mal etwas anderes. Ha, und hier habe ich schon wieder nichts im Rum. Oh, da ist meine Schere. Mein Messer hat es jetzt ja bis auf meinen anderen Schreibtisch geschafft, ja. Damit ich da mal eine neue Klinge reintun kann. Was nicht heißt, dass es schon passiert ist, aber es ist schon mal ein Stück weiter gewandert. Kriege ich das jetzt da dann so aus, oder? Oh mein Gott, wie süß. Oh mein Gott. Super schön. Oh mein Gott, sind die schön. Schau's einmal. Ich muss Weißes drunter tun. Können wir mal spoilern. Nein, wir gehen nicht. Oh mein. Da ist noch eine Kluppe drauf. Zum Kuppelkartenbasteln. Okay. Kuppelkarten. Schaut, da haben wir die schöne Kluppe an. Ich wollte mir jetzt eigentlich das da rauswischen, damit ihr euch die Storndeln ein bisschen besser zahlen kann. Storndeln, Halbperlen, Entschuldigung. Einmal in dem schönen Rosa und einmal in Violett. Und jetzt gehen wir aber da mal gucken. So. Kuppelkarten.
bitte, was für mega geniale Motive sind da drauf? Das ist ein Standsteil. Okay. Na, ist das hier der Bär oder ist das hier? Na, sind die nicht. Das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Boah, ist das schön. Have a great day. Den habe ich wohl. Super schön sind die. Wahnsinn. Ja, yeah, thank you so much. Und nochmal so schön. Voll genial. Und das da? Ups! Nicht um. Und du darfst doch nicht umfallen, bleibst du stehen? Sonst weiß keiner mehr, wo es nach Tirol geht. Und das sind dann so die, ja. Wortfindungsstörung, Hilfe. Kuvert, aber in dem Fall dann Kuvertboxen. Oder so. Ganz ehrlich, Alexander, ich habe keine Ahnung, was Kuppelkrauten sind, aber ich werde mich schlau machen und dann werde ich das probieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass man da irgendwie irgendwas in 3D macht. Ich werde mich schlau machen. Jedenfalls sind sie super schön. Und ich habe jetzt schon keinen Platz und das Backerl ist aber noch total voll. Naja. Das heißt, ich muss jetzt doch ein bisschen so außerhalb vom Blick auch ablegen. Und meine Schere lege ich da auf die Mikrimaustaschen. Die ist aber schon schwimmende Idee irgendwo nicht mehr. Ein kleiner Gruß und Kuss für Okra. Oi, da wird er sich aber freuen. Mein armes Schoßhühnchen. Mein armes Schoßhühnchen, ja. Da kriegt ihr mir was. Oi. Warum geht es nicht raus? Okay. Oh, so viel. Das verwöhnt mein Hund, das ist Wahnsinn. Meine kleinen Schlangen, die mag ich so gern. Die liebt er. Die hat er wahrscheinlich gleich verputzt. Und die mag er auch total gerne in den Kaffee rein. Die mag er total. Er mag überhaupt die ganzen so Gucci-Sachen und so vom Action. Die liebt er ganz heiß. Keine Ahnung warum. Der ist auch Action-süchtig. Das, was jetzt kommt, die habe ich davor schon gesehen. Ah, der kommt mir noch schwer bekannt vor. Die hat mir die Anna jetzt auch geschickt. Die von der Anna ist aber schon. Wie soll ich denn sagen? Hutsch? Verbastelt? Deswegen freue ich mich jetzt, dass ich sie nochmal von dir gekriegt habe. Weil jetzt habe ich nochmal eine. Weil, ja. Ich habe die damals bei der Anna beim Backerl ausgepackt. Und habe mir dann gedacht, okay, Planänderung. Genau die Serviette brauchst du dann für etwas, was du beim Basteln bist. Und habe dann alles neu gemacht, eben mit der Servietten. Ja, und aufgrund dessen habe ich jetzt erfreut, dass ich nochmal eine habe. Für einen schönen Mädelsabend. Hui! Das ist ein tolles Kastchen. Leckeres, super tolles. Schönes. Wenn man hier an Mädelsabend denkt, dann Schokolade, Kekse, keine Ahnung. Ah. Oh, was ist denn das?
Na, klebt das irgendwo? Ich hab's jetzt kaputt gemacht. Ich hab's Geschenksbefehl kaputt gemacht. Aber egal. Das klebt da drauf. Die Alexandra war ein bisschen gemein und hat das da festgeklebt. Aber lasst sich alles retten. Aber bitte, ich hab gesagt, einmal allein die Verpackung an. Ja, ist die cool. Handtäschchen. Wo gehst du jetzt auf? Da. Können wir mal schauen, was da drin ist. Einmal Gesichtsmaske. Und zweimal Gesichtsmaske. Die mag meine Tochter total gern, die Wassermelone. Und was ist schon das Tolles? Ich habe echt schon eine Platznot. Ich sag's euch. Jetzt muss ich die Tasche dabei wieder zu machen. So. Schau's mal. Eine Badebombe. Ja. Mit Vanilleduft. Ach, die riecht so schon lecker. Und da kommt sie ja am Oberen genial. Mit der Krone auf. Also, wenn nichts dagegen hast, gebe ich die meiner Tochter, weil ich gesagt, sie liebt die. Und das Affäle kalt die. Und die kalt dann natürlich auch mir. Ja. Ich sehe da die ganze Zeit schon einen Marienkäfer. Ich muss den jetzt rausklauen. Und der wackelt. Okay, der kommt bei mir auf die Terrasse raus. Ist der genial. Ich liebe den. Jetzt muss ich nochmal wackeln und checken. Das ist mir jetzt wurscht. Der ist einfach nur genial. Danke. Jetzt habe ich immer, egal wann ich ausgehe, auf meiner Terrasse einen Marienkäfer. So. Du bleibst da jetzt wahrscheinlich nicht liegen, oder? Hol, 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 hol. Der wackelt immer nur mit die 4, 6 ist das. Oh mein. Ja, ich werde jetzt da hin und wieder wahrscheinlich mit dem spielen. Ach Gott, noch mehr Servietten. Und schon wieder Monstera. Cool, cool, cool. Was ist überhaupt lässig? Die gefällt mir. Das gefällt mir. Und da habe ich noch eine. Die hat sie im Prinzip nur so als... als ein Puffer eingepackt, dass die Sachen, nein, das muss ich nachher in Ruhe machen, dass die Backerlen nicht über zusammendruckt. Ja, sind Servietten im Prinzip ideal dafür. Ne? Warum ist das so schwer? Oh mein Gott! Da ist ja eins drauf. Alexandra, hat die da auf irgendwas aufpassen müssen? Nein. Ich glaube, das ist einfach, gibt es leider nicht mehr eins. Und da wird wahrscheinlich nochmal irgendwo ein gibt es leider nicht mehr zwei, drei sein, oder? Ich hoffe, es gefällt dir. Praktisch für Goodies. Da ist keine Nummer drauf. Okay. Also ich gehe mal davon aus, dass es einfach nur ein zweites gibt es leider nicht mehr. Entschuldigung. Drinnen ist. Hoffe ich halt, dass ihr das so jetzt richtig verstanden habt. Schaut euch mal das coole Papier an. Oh, ist schön. Aber das ist voll schwer. Was ist da drin? Was ist da drinnen? Das wisst ihr jetzt auch nicht.
Die einzige, die was es weiß, ist die Alexandra. Und die kann es mir momentan gerade nicht sagen. Und würde es mir wahrscheinlich auch nicht sagen. Weil, dann war es ja keine Überraschung mehr. Ich habe ganz, ganz schwere Vermutung. Nein, nicht das Geschenkspapier kaputt machen. Ja. Ich weiß, was es ist. Ich muss es jetzt auf der anderen Seite auch noch aufmachen, weil... Alexandra, du bist mega, mega, mega genial. Ich lieb die, also die After Eat mit Orange. Da hat sie mir schon normal ein Packerl geschickt. Das sind, also keine Original After Eat, aber die sind fast noch besser. Ich sag's euch, weiß ich. So genial, mag gleich zwei Packerln. Oh. Ja, eben, das ist mit dem Winter, gell? Jetzt haben wir dann Sommer. Das wird sicher so eine Winter-Edition gewesen sein. Mal so genial. Hier ist andere Backerl, das weiß ich nicht, wie lange das gehabt hat. Ja, nicht einmal 3 Tage. Die gehen weg wie nix. Die stehen da, dann nehme ich beim Basteln und dann greife ich jetzt mal rein und ja, dann sind sie irgendwann leer. Und ich denke mir, was? Backerl leer. Ach, jetzt will ich nochmal zwei. Jetzt krieg ich schon mal. Ganz dickes Bussi, danke schön. Ich habe bei uns schon gesagt, die kriege ich nicht. Ich habe die normalen After Eat mit Orange, also die originalen, habe ich auch nicht mehr gefunden. Nix. Muss ich nächstes Jahr, wenn dann wieder Winter, also nächstes Jahr, dieses Jahr, wenn dann Winter ist, muss ich echt schauen in die Geschäften. Und dann muss ich mal so einen Jahresvorrat oder so checken. Wird nichts nutzen. Praktisch für Goodies. Ich hoffe, es gefällt dir. Das ist so groß, das kommt jetzt nicht einmal am Tisch auf. Nein. Muss ich schon ausweichen. Ah. Und das dabei so ein bisschen auf meinem Schoß ablegen. Die Schere nochmal weg da. Und dann schauen wir, ob wir das rauskriegen. Nochmal Servietten. Oh mein Gott. Was ist das alles? Ich muss meinen Marie-Griff jetzt doch irgendwo anders hin tun. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass dem was passiert, wenn der da liegt. So. Bleibst du da drüben. Noch mehr Servietten. Na. Ich habe Angst, dass ich was kaputt mache. Nein, jetzt ist es gegangen. Die muss ich mir dann wieder auseinanderkleibeln. Ja, cool. Schau es mal bitte. Eulen. Kristalleulen. Mensch, mir tat jetzt einfallen, wie das Teil heißt. Ich bin jetzt total bumm im Kopf. Echt. Das Papier ist ja so mega. Schmetterling. Und da hinten ist auch noch was. Aber. Ach Gott, ist das schön. Oh, jetzt habe ich was gesehen da drunter. Ach Gott. Weil da sind ja nur mal Sachen drinnen. Mal bitte, was seid ihr denn es? Bitte! Ich brauche irgendwas zum drunterlegen. Wo habe ich denn die? Schau euch einmal die Sticker an. Na bitte.
Löwe, Jungfrau, Schütze, Skorpion, die ganzen Sternzeichen. Na, die sind ja lieb. Jetzt muss ich mal das da kaufen. Mir fällt nicht ein, wie die Teile heißen. Ich bin momentan, ich bin total. Aber die tue ich nicht weiter schenken, na, die bleiben bei mir, wie du gemeint hast, da super für Goodies. Nix da. Cool. So, das geht so auf. Be happy. Und der Gottes Mädel hast du mir auch noch drauf da. Na, ist das lieb. Aber der ist ja sowieso genial. Da sind Hunde auch noch drinnen. Die geht gerade. Da sechs die Nasen. Da ist Hund die auch noch drinnen. Ach Gott, ach Gott. Loaded Envelope. So, aber jetzt habe ich es. Lange hat es gebraucht. Ich habe jetzt die ganze Zeit, hat jetzt mein Kopf so geradelt und geradelt und geradelt. Loaded Envelopes. Genau. Und da haben wir, ups, da haben wir noch einen. Ich habe keinen Platz mehr. Mal. Mei, wie lieb. Ich habe von den Stempel genau einen einzigen bis jetzt hergenommen. Einen einzigen. Und das ist ja total schön. Da ist irgendwas eingeprägt, sechs ist das. Es leuchtet. Es blendet ziemlich. Entschuldigung. War brutal schön. Auch da mit der Musikseite. Na, Alexandra. Ich suche, ja, ich weiß, dass die beim Action gibt, die großen Karten. Und suche die ganze Zeit und die Verkäufer und sagt, ja, die kommen, die kommen, die kommen, aber sie kommen nicht da. Danke, danke, danke. Jetzt habe ich zumindest 8. Mega genial. Schätze. Dankeschön. Voll super. Ach Gott, der ist auch nochmal hinten drinnen. Total schön. Total schön. Das ist auch super. Nochmal Steinchen. Und da hat sie auch einmal Herzis draufgeklebt, dann hat sie da eine schöne Leuchtturm drauf getan. Mit dem, ist das die eine von den 9 Action-Stanzen vermutlich. Da die Halbrunde. Total schön und der Leuchtturm auch. Und da ist noch so ein Schmetterling. Super, also so schön. Aber da ist ja noch was. Wo kommt es denn jetzt her? Guck kurz mal. Tags mit so einer ganz coolen Klammer. Lässig und total schön. Also, na, die werde ich sicher nicht irgendwo als Goodie Bag verwenden. Die bleiben beide bei mir. Das hast du aus dem Watercolor-Block gebastelt. Und das glaube ich, also zumindest das Papier, was ich, das ist in dem Relax-Block drinnen, da was mir so gut gefällt. Super. Echt total, total schön. Also die tue ich sicher nicht irgendjemanden als Goodie Bag irgendwo ein. Nein, jetzt brauche ich einen Kaffee. Jetzt bin ich fertig mit der Welt. Weil ich noch so viel drin im Backhall. Meine Gnomdame fällt da immer um. Die mag nicht so gut stehen.
Da ist echt noch mega, mega viel drinnen. Ach Gott. Und nehmen wir halt das nächste. Vielleicht ein Ersatz. Aber da steht zwei drauf. Ich lasse das jetzt dabei da liegen. Vielleicht kommt da noch irgendwo ein Einser. Gucken wir mal. Waren leider die letzten. Na. Ich glaube, ich weiß, was da drin ist. Wenn das da drin ist, dann habe ich jetzt dann wirklich bald Zähne. Ach Gott. Ja. Meine neuen Lieblingsviecherlein. Und sie gehen nicht raus. Oh, dreimal. Jetzt habe ich eins von mir, zwei von der Anna. Jetzt habe ich dann für sechs. Das hat wahnsinnig. Aber ich mag die so gern. Ich muss jetzt mit denen, jetzt habe ich wirklich genug. Jetzt kann ich sie mal verbasteln. Jetzt kann ich sie verbasteln. Ach Gott. Ja, irgendwie bei uns, ich schaue immer wieder, aber so die anderen liegen eigentlich immer gut da. Aber ja, ich habe schon wieder vergessen, was das ist. Die Rainbow Corns, sind allem weg. Ja, weil sie so niedlich sein. Deswegen. Ich hoffe, du magst das. Ich mag alles. Nein, das war jetzt übertrieben. Aber das mag ich auch nicht. Mein Gott, da ist ja schon wieder so viel drinnen. Du bist wirklich ein Wahnsinn. Jetzt habe ich das Geschenkpapier kaputt gemacht. Juhu! Alles fällt. Mal, was ist denn das Schönes? Jetzt muss ich mich da mal bucken. Oh, jetzt hast du mal die zwei. Einmal. Und zweimal. Was steht da drauf? Write a story. Ja. Die sind cool. Mal schauen, mal die da an, bitte. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dann sind da Maschelen dabei. Dann noch einmal herzlichen Glückwunsch mit einer anderen Schrift. Und dann nur mal. Und da vermutlich noch mal. Da ist eine Rose. Und unten steht nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ah, okay. Raus zur Mauer-Option. So, jetzt sechs es. Es heißt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Schriftzüge zum Geburtstag. Dann da die Maschelen und die super schönen Rosen. Dankeschön, Alexandra. Danke, danke. Was ist denn das Tolles? Bastelblätter. Sechs ist das? Flauschi. Überhaupt noch nie gesehen. Selbstklebend an, oder wie? Ja. Selbstklebend. Ja, voll cool. Oh, so flauschig. Und in Türkis. Kenne ich überhaupt nicht. Ich glaube, das kann ich ja nicht verbasteln, wenn ich es einmal habe. Flauschig. Mal schauen. Dankeschön. Oh. Da kommt mir bekannt vor. Aber frag mich nicht, woher. Habe ich denn schon?
Ich glaube, den habe ich von der Christel abgekauft. Kann das sein? Oder dass sie mir halt mitgeschickt hat? Ja, ich glaube wohl. Habe ich aber schon einen Teil davon verbastelt. Ja, da habe ich einen Teil davon schon verbastelt. Also von dem her freue ich mich sehr, dass du den jetzt eingepackt hast. Die Seite, genau. Ah, und die war sie noch, ja. Dieser Traum. Das ist das Fake-Glitzer-Papier. Der gefällt total gut, ja. Und wie gesagt, ich habe den schon, ja, ich glaube so zur Hälfte oder so habe ich ihn schon verbastelt. Denn was ich von der Christel gekriegt habe, freut mich. Schickst du mir alles, was ich irgendwie schon verbastelt habe, schickst du mir nochmal die Mondblumen-Serviette, einen Block. Das ist super. Jetzt muss ich die rausklauben, ja, weil da das Käferle oben drauf ist. Na, wie putzig. Da hast du schon einen Teil gebraucht, aber das passt gut, weil drei habe ich noch. Überhaupt ist mit dem Herz total süß. Da haben wir auch nochmal Käfis. Meine ist ja putzig. Und dann gleich dreimal. Oh, die Minimaus. Die habe ich, glaube ich, selber. Aber auch nicht mehr so viele. Da sind schon ein paar, glaube ich, in der Patrizia im Pack halt gelandet. Meine, die ist auch süß. Ach Gott. Es riele. Das ist auch so süß, die Servietten. Die ist auch total cool. So Patchwork. Da mit den Rielen und Herzen. Ach Gott. Danke. Jetzt kann ich die andere. Die ist aber so nett. Einfach von der Farbe, das Schwarz-Weiß mit dem Pink. Ei, nochmal. Das ist so, ach Gott. Toll. Danke, danke, danke. Die sind echt super. Die lasse ich jetzt auch einfach gleich liegen. Und was sehe ich da noch? Ah, das liegt zwei Minuten. Das muss ich noch rausklauen. Ach Gott, das ist auch so schwarz. Ein bisschen zum Basteln. Ein bisschen. Ein Mordbackerl. Ah, wo schneide ich denn das auf? Fangen wir mal da an. Ich muss jetzt dann meine Kamera neu starten, weil ich weiß nicht, wie lange ich wieder filme. Ach Gott, nicht, dass auf einmal wieder alles futsch ist. Aber jetzt schneide ich dann zuerst mal. Da auch noch. So. Und weil wir gerade dabei sind, machen wir da auch noch. So, Arbeit. Ein bisschen was zum Basteln. Da ist auch noch verklebt. Kriege ich die so runter? Ach Gott. Ach Gott, ach Gott. Alexandra, was machst du? Coole Mappen. Oh mein Gott, was ist denn da alles drinnen? Ich heb's es einfach mal so hin. Ja, ich klaub da jetzt einfach mal aus. So. Und da brauche ich dann schon wieder was Weißes. Einmal. Super schöne Herzis.
Und Steinchen. Sechs ist wie der schön Schimmer. Ach Gott, so ein bisschen. Und nochmal halb Perlen. Ein bisschen größer. Ein bisschen was zum Basteln. Na, du bist gut. Lass ein die nicht. Da habe ich nichts Weißes dabei. Schau's mal. Die sind auch vom Teddy. Warum finde ich solche Sachen bei unserem Teddy nicht? Echt jetzt. Mega genial. Ach, jetzt war ich doch wieder weiß. Na, sind die schön. Cool. Jetzt habt ihr alle so von früher noch die Sticker daheim, gell? Weil die gibt es ja nicht mehr. Oder ich habe sie leider nicht gefunden. Die sind ja Ideen mit Herz. Die sind echt so toll. Ja, da ist sogar noch drauf. Reliefsticker. Super. Guckt mal. Noch mehr Karten. Der Joker ist so cool. Ja, ich bin, wie gesagt, ich hoffe, dass die dann jetzt dann beim Action auch bald einmal wieder gibt. Mit dem Brett schön zusammengehängt. Upsala. Schau's mal, wie schön. Konturensticker. In Blau und in Lila. Und in Flieder. Und jetzt kommt das Coole. So sieht es. Voll schimmernd. Volle. Ich muss aufpassen, dass ich mir da nicht schon wieder alles zubaue. Da brauche ich jetzt auch wieder Weiß. Die sind ja schön. Oh mein Gott. Das ist auch so, wenn man da so drüber fährt, die sind ja voll cool. Also was ich alles für Schätze daheim habe, das ist echt der absolute Wahnsinn. Die wollen nicht raus, weil jetzt. Achso, das muss ich einzeln machen. Einmal so grüne Glitzerstreifen und dann einmal so blaue, ein bisschen so sieht man, also die glitzern total. Boah, die sind ja cool. Sind die mega oder sind die mega? Die sind ja voll bärig. Über die nichts Weißes. Boah, was ist denn das? Ah. Das ist auch wirklich so ein bisschen rau. Das fühlt sich irgendwie wirklich auch an wie Holz. Nicht nur Holzoptik-Schmetterlinge, sondern sie fühlen sich auch so an. Da sind die schön. Oh. Die haben echt Herz ist das? Die haben so wirklich so eine raue Oberfläche, die fühlen sich an wie Holz. Na, oh mein Gott. Die sind ja voll genial. Voll genial, Sandy. Danke, danke, danke. Jetzt kriegt man mal ein dickes Herzchen von mir. Boah. Bisschen was zum Basteln, schreibt sie vorne drauf. Ja. Da muss ich jetzt das Klampier runter tun. Papier. Ups. Alles spiegelt jetzt wieder so extrem. Mary Poppins. Dass das Licht nicht so einscheint. Und alles so schön in Lila.
die Regenschirme. Und den noch einmal. Das ist cool. Und einmal gestreift. Man, das ist nicht mit den Blumen. Nochmal die Mary Poppins. Und mit Blümchen und der Regenschirm steht da in der Mitte. Dankeschön. Mich kann man kleben. Ah ja, das ist ein Sticker. Boah, der ist ja genial. Wer das auch klebt. Ah, die kannst du davor im Prinzip anmalen selber und dann kannst du sie irgendwo aufkleben. Ah, das sind andere auch noch. Die sind ja cool. Oh, was kommt denn da jetzt Schönes? Ich hab irgendwie, echt, ich hab keinen Platz, das ist ein Wahnsinn. Das ist total schönes Papier. Das gefällt mir total gut. Gleich in grün. Voll geile Kombi. Entschuldigung. Ich habe das Wort gesagt. Nachher rot mit Punkte und blau mit Punkte. Und grün mit Punkte. Und pink mit Punkte. Und da sind Schneeflocken drauf. Oh, das schaut cool aus. Richtig edel, so schwarz mit den silbernen Flockerlen. Voll schön. Ach Gott, das hört nicht auf, Leute. Das hört nicht auf. Und das, wow, was für eine schöne Sachen drin. Ich muss das jetzt echt alles so einzeln auszuppeln. So. Einmal türkises Glitzerpapier und pinkes Glitzerpapier, aber das ist so richtig schöner Karton. Oh, Die-Cuts. Oh mein Gott. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich die nicht kaputt mache irgendwie. Mach's an die schön. Schau's mal. Mit der alten Nähmaschine. Na, ist das cool. Und so ein Mixer. Na, sind die schön. Die Cocktailglas. Ich bin gar nicht im Bild, Entschuldigung. Ich bin gerade hin und weg. Steht da irgendwo? Na? Ah, das ist rausgekugelt. Moment. Gehst du wieder rein da, dass man die sieht? Jetzt. So toll. Und in der Kamera, also zumindest jetzt, so wenn ich auch schaue, da schauen die Formen ein bisschen anders aus. Aber voll lässig. Echt voll lässig. Dankeschön. Überhaupt das Erste mit der Nähmaschine, das schaut so cool aus. Boah, oh mein Gott, jetzt können wir ihn schätzen. Das ist, ja. Ein bisschen, also wirklich ein sehr dickes Transparentpapier, aber das ist geprägt oder ich weiß es nicht so. Sechs ist das? So sechs ist. Ich glaube, das ist so irgendwie drauf gedruckt oder so. Boah, ist das mega. Das ist einfach nur mega genial. So was habe ich überhaupt noch nie gesehen. Mach ich das schön. Kann man sowas verbasteln oder muss das in. Ne, das muss in die Schatzkiste. Das ist eindeutig Schatzkistenpapier. Nur für höchst besondere Menschen zu verwenden. Das klingt jetzt gemein.
Dann haben wir da das da noch drinnen. Die sind ja schön. Ach Gott, und da aber auch und da. Ich bin schon wieder nicht drinnen. Entschuldigung. Rosenpapier. Das ist ja total schön. Ups. Mein Stapel, den ich mir da drüben baue, kugelt jetzt dann gleich um. Boah, das ist ja auch schön. Allein die Farbkombi, das dunkle Weinrot mit dem Pink-Rosa. Super schön. Boah, voll stabil. Mega stabiler Kartstock. Oh, da sind nochmals Blümchen. Sind das die gleichen? Jetzt muss ich gerade schauen. Ja, das sind die gleichen. Das heißt, ich kann mir doch glatt trauen, eins zu verbasteln. Ohne eins. Es hört nicht auf, wie viel hat man in so einer Taschenplatz. Das ist ja irre. Die ist mega. Die ist echt mega. Die kommt wie gerufen. Ich brauche jetzt nämlich dann bald einen Elefanten. Das ist auch cool. Jetzt sieht man das, Kamera. Ja, da sind alles so weiße Punkte. Also da war es mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Aber da jetzt beim Schuh. Das heißt, das kann man sticken. Bin ich da richtig, Alexandra? Also so mit Nadel und Faden. Ja, aber da sind auch überall Punktis drauf. Also ich denk schon, dass ich da richtig bin, dass man da nachsticken kann. Aber was ist denn das? Ups! Bitte, wie genial! Und das ist auch noch 6, ist das? Das ist noch mit Glitzer drauf. Na cool. Die sind ja bärig. Die sind echt cool. Oh, schön. Boah, wäre doch nur schöner. Die ist ein echt cool. Und vor allen Dingen, man muss sie jetzt nicht so hernehmen, ne? Da kannst du ja alles Mögliche draus machen, sage ich jetzt einmal. Mega genial. Und wahrscheinlich, wenn du die nur ein paar Mal anschaust, man sieht jetzt mal irgendwo ein anderes Muster. Von lauter. Boah. Also die sind echt bärig. Cool. Ups. Danke, danke, danke. Okay, ich packe jetzt immer noch das ohne Backerl aus. Ja, und da liegt immer noch so viel drin. Und auch danke für die schöne Tasche. Die gefällt mir auch gut. Und da sind dann nochmal Kartendrohlinge drinnen. Ah, da kannst du das in der Mitte wieder ausstanzen, das da. Okay. Mach ich das schön da mit die Blümeln oben drauf. Ach Gott. Schon wieder 101 Ideen. Und das aber jetzt gleich so mit dem Backen. Ach Gott. Ich hoffe, ich habe jetzt dann wirklich ein bisschen mehr Zeit wieder. Es ist momentan wirklich alles so stressig und anstrengend. Ich kriege so gut wie nicht zum Basteln. Dankeschön, Alexandra. Total schön. Und
ganz ehrlich, hätte ich mir jetzt nur einfach so das Taschele da, das war schon mehr wie genug gewesen. Und boah. Na okay, und der da. über Deck freue ich mich so, ich sag's da, das ist ja Wahnsinn. Na, da sind noch mehr Servietten. Voll genial, echt. Ach, Katzen-Serviette. Ich muss jetzt einfach irgendwie so drüberlegen anfangen. Na, die ist ja schön. Oh mein Gott. Die ist mega schön. Wahnsinn. Und dann gleich drei Stück. Na, das darf ich nicht vergessen aufmachen, was da noch liegt. Mein normal. So lieb. Aber was bist denn du? Na bitte. Schafe. Na ist die genial oder ist die genial? Bitte. Die ist mega. Ja, ich lege jetzt einmal links und rechts. Ich mache jetzt Stapeln. Das sind die, die du ganz oben aufgepackt hast. Die sind ja auch so schön. Allein von der Farbe her schon. Noch einmal einholen. Nein, und nochmal die da. Die ist echt total schön einfach. Vor allem, weil du halt wirklich einfach nur so das kleine Kästchen hernehmen kannst. Total super. Danke, danke. Leute, das Backel wird irgendwie nicht leer. Ich weiß auch nicht, warum. Da sind nur mal Servietten. Da haben wir nochmal Bambi. Meine zweite Patricia Rehn, die hat mir, ich glaube, die hat mir Bambi-Serviette ja abgegeben, damit die auch eine. Also Patricia, wenn du willst, schicke dir ein paar Bambi-Servietten. Jetzt habe ich ja ein paar. Ein paar. Ein bisschen durcheinander. Ja, das bin ich jetzt dann auch. Ach Gott, ach Gott. So, so viele schöne Sachen. Du bist echt so eine Liebe, Alexandra. Ich konnte es dir gar nicht sagen. Wo muss ich das nur aufschneiden? Muss ich das nur irgendwo aufschneiden? Da noch. Ich glaube, ich muss jetzt mal nochmal einen Schluck Kaffee machen, obwohl er schon fast leer ist. Ein bisschen durcheinander. Oh mein Gott. Monstera-Blätter. Die sind total. Die sind so ein bisschen dicker. Die sind voll cool. Was bist denn du nicht? Mei, das ist so ein kleines Handtuch. Wisst ihr, den muss man da ins Wasser reinlegen und dann entfalten sie sich erst. Die sind voll cool. Was ist das? Ein Pferd? Ja, ich habe Pferd, da sind Hufeisen drauf. Das ist blutig. Oh! Also jetzt habe ich da wirklich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Das dritte Mal habe ich die jetzt, glaube ich, gekriegt. Aber immer noch voll genial, weil ich war ja beim Teddy. Ich habe sie nicht gefunden. Aber ja, jetzt habe ich 3x8, 24 Klubberlein mittlerweile. Mega genial. Sie sind einfach so schön. Was muss ich da her tun? Gott. Ja, ich weiß es, was ich nächstes Jahr im Fasching gehe. Als Hasenmarienkäfer. Setze mir die auf und hänge mir die Flügelchen um. Das ist wohl witzig. Wo bist du her? Du
verstehen Sie, so einen Haufen Sachen. Ist das vom Action? Okay. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Dekorationsartikel, kein Spielzeug. Schmettis. Die sind ja cool. Habe ich auch überhaupt noch nie gesehen. Also so in der Art schon ähnliche, aber so ähnlich kenne ich gar nicht. Ich kenne auch das Logo da oben nicht. Warburg. Aber die sind total schön. Dankeschön, danke schön. Danke, danke. So, aber jetzt glaube ich. Ich habe den nämlich davor gesehen. Die glaube ich jetzt einfach mal außer. Schau's. Das sind aber wieder die bedruckten. Einmal mit der Minimaus. Und Mickey Maus. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Da steht sie so nett da. So, ich habe nichts gemacht. Ja, da habe ich jetzt dann eine ganz nette Sammlung langsam, aber sicher. Mit den ganzen bedruckten Taschenbüchern. Was bist denn du Schönes? 12 besondere Servietten mit Stoffcharakter. Und das ist original zu. Ja, Alexandra, was machst du? Na, oh mein Gott. Soll ich die jetzt aufmachen? Na, ich mach die jetzt nicht auf. Das 6 ist eh da. In dem super schönen Lila. Und, ich weiß nicht, ob ich das, aber, na, das funktioniert mit dem Licht und mit der Folie nicht. Aber das Silberne da. Und das Herz da innen drinnen, das tut sogar noch leicht glitzern. Na, die sind ja cool. Und da hinten sind sogar so Anleitungen zum Serviettenfalten. Aber ich befürchte, die Servietten werden nie auf irgendeinem Tisch, außer auf meinem Basteltisch liegen. Also so. Weißt du, wie man? Ja, du weißt, wie man. Die sind echt voll cool. Dankeschön. Was kann ich da wieder irgendwie? Ja gut, 12 sind rein. Ein paar kann man. Ein paar. Oh, was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da? Einen Vintage-Block. Hab ich denn? Ich weiß es nicht da. Ich weiß es echt nicht. Kann sein, dass ich den habe. Er ist zumindest was vom Action. Gehe mal davon aus. Ein Traum. Das Motiv war jetzt in irgendeinem großen Armee drinnen. Total schön. Das auch? Habe ich denn? Das Papier kenne ich nicht. Oder schon? Ich sag's euch, vor lauter Glück, ich weiß selber schon nicht mehr, was ich hab. Das ist echt der Wahnsinn. Das kenne ich auch nicht. Also ich habe keine Ahnung, ob ich den hab. Aber er ist total schön. Also selbst wenn ich ihn schon habe. Dankeschön. Aber wie gesagt, die anderen Motive. Also das, ich weiß es nicht. Kenne ich das? Nein, ich glaube nicht da. Ich glaube nicht. Oi.
Fajibags, mit den Faultieren. Die habe ich jetzt beim Action schon einmal gesehen, aber ich habe sie nicht mitgenommen. Jetzt habe ich sie. Ich weiß nicht, wir haben die Bananen da drauf irgendwie ein bisschen irritiert. Fragt es mich nicht, warum. Es gibt jetzt da eben von den Partybags so neuere Motive oder neue. Oh mein Gott. Da kommt nochmal eine Mondblumenserviette da unten. Ein bisschen Vintage. Na. Alexandra. Es ist schon wieder so viel drinnen. Ein bisschen Vintage. Das mag ich ja überhaupt nicht, der Vintage. Ach gut. Nicht alles herausfallen, bitte. Okay. Ah. Für einen ganz besonderen Menschen. Danke. Bisschen zum Schmunzeln und Liebhaben. Allein schau mal, wie sie das Mapperli wieder schön gemacht hat. Mit dem Schmetterling und da oben sind die Käfer dann drauf dann. Geht das da jetzt alles raus? Wenn man das da weiter meist das nicht. Der Fliegenpilz hat überall ein Herz drinnen. Ich bin schon wieder nicht im Bild, Entschuldigung. Na, ist das nicht. Und die Käfis. Zum Schmunzeln und Liebhaben. Ja. Ach Gott. Die Mädels. Bleibst du lieb da, bitte? Das ist auch cool. Brauchst du im Prinzip gleich ausschneiden und dann hast du schon wieder einen Tag. Sieh, was da auf dem Baumstamm sitzt, den mag ich so gern. Das Assis mit dem Stern und da mit dem Ding, wo das Kreidel so zusammengebunden ist auf der Seite. Der ist auch cool. Der Dumbo. Weil der wie früher immer so gerät. Darf man das überhaupt sagen? Ja. Süßer, süß. Mai Willia. Die Mauserlein in der Kaffeetassen. Oder Tee. Eher Tee, ich glaube da hinten oder Teebeutel. Die Mauserlin in der Teetasse. So. Sie hat eine Wolke in der Hand. Na putzig. Ah, das ist auch cool. Die mit der Briefmarke. Sie ist jetzt als hätte einen Totenkopf oben drauf. So kurz vom Umblatt und habe ich das dann noch gesehen. Ja, da sitzt. Mir egal, dann feiere ich halt allein nicht. Und der kugelt sich. Die Vögeln sind auch so lieb. Und dann nochmal ein Mausi.
heiß wie Schokolade. Ich tue nur einfach. Mach bitte, bitte, was ist denn das für ein Karton? Boah. Na, oh mein Gott. Schau mal, wie lieb das Schweindl ist. Na, ist das genial. Also wenn es das als Stempel geben darf, nur das Schweindl, ich glaube, das darf immer sofort kaufen. Ich mag zwar Schweindl und so jetzt nicht so gerne, aber das ist echt genial. Das ist mir Schuhstein. Ja, hallo, wer bist denn du? Schaut ja cool aus. Ja, der muss das Sonnenbrillen. Das Coole ist, ich habe alle drei andere. Sie schaut am besten aus, damit den, wie heißt denn die eine, wo jetzt, ich weiß nicht, jetzt habe ich an irgendjemanden denken müssen, mir fällt aber nicht ein, wie sie heißt. Irgendeine Schauspielerin, die hat auch eben so Sonnenbrillen, die was da, als extra aussehen haben. Mir fällt aber nicht ein, wie sie heißt. Der ist auch lieb. Da hinten oben hängt. Ein Lama? Ja, ich glaube schon, oder? Wohl. Und noch einmal. Er ist so hitzig. Oh. Was kommt da? Das ist ein Schwan, keine Ahnung. Steinchen. Deckt die so? Ja, da war nichts drunter drin. Die haben so Rillen innen drin. Die sind lässig. Cool. Ich muss schon wieder irgendwo anders hin. Und was jetzt eh? Jetzt muss ich das da weiter aufmachen. Bleibst du da liegen? Mich kannst du ruppeln. Mich kannst du ruppeln. Ich muss jetzt gucken. Da brauchen wir wieder. Ah! Jetzt kann ich das da hernehmen. Das ist super. Ruppelsticker. Ich habe sie als Kind geliebt. Das ist eine voll lässig. Vor allen Dingen, die sind so. Wie soll ich jetzt sagen? So gekritzelt irgendwie. Schauen sie aus. Mega genial. Die sind auch total schön. Teichidylle. Der Spruch ist gut. Ein Gummiband. Egal was die Frage ist, Schokolade ist die Antwort. Na wie wahr? Ich liebe Schokolade, die stimmt auch. Psst, ruft da etwa ein Schokokeks? Schokolade macht glücklich. Ich liebe Schokolade, du bist mein Schokotraum. Keine Schokolade ist auch keine Lösung. Du bist so süß wie Schokolade. Ja, ich und Schoki. Oh, das ist schön, Schatz. Wahnsinn. Aber es kommt noch besser. Ich muss irgendwie schon gesehen, ich bin da schon so hoch, dass ich irgendwie halbwegs im Bild bin. Mit den Schmetterlingen. Total schön. Oh, jetzt kommen Rosen auch noch. Da sind auch Schmetterlinge drauf. Total schön. Jetzt rutscht alles. Dann haben wir dann noch mal Schokolade. Ein Stück Schokolade am Morgen verträgt Kummer und Sorgen. Ja. Aber mindestens. Schokolade hebt die Stimmung, stärkt die Nerven und macht glücklich.
Ich esse Schokolade nur an Tagen, die mit G enden. Ja. Ein ganz klein wenig Süßes kann viel Bitteres verschwinden lassen. Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade auch Obst. Genau. Schokolade ist gut gegen Stress. Satt bedeutet nicht, dass keine Schokolade mehr reinpasst. Also, da stehen nur wirklich Wahrheiten drauf. Aber das ist ja cool. Sind auch wieder Schmetterlinge und dann sind da so Backerlen. Oha. Sechs R. Die sind Silber. Schmetterlinge ohne Ende. Boah, die schauen mal cool aus. Buchstaben. Schau, Patricia. Das sind aber coole Buchstaben. Also die Schreibweise. Genial. Das ist ja auch nett. Da oben, das ist mit der Bootüre. Der ist auch total schön. Sind die auch zum Rupeln, die Silbernen? Weil die sind ja mit den Ohren zusammengekränkt. Vermutlich schon, gell? Ja, da ist so Folie zum Abziehen. Cool. Silberne Ruppelsticker. Und einmal so Bootüren, da sind noch auch noch. Echt super schön. Die packe ich dann aber wieder ein. Ja. Jetzt muss ich leider gerade. So. Und was ist das da? Mit mir kannst du zaubern. Also sag so. 10 Bogenlichteffektfolien Zauberei. Und das ist der andere. Soll ich das aufpacken, damit es besser sieht? Bisschen besser sieht man es. Ich habe früher schon einmal so mit der Licht, also mit so einer Lichtfolie, so Lampen habe ich gemacht, 2, 3. Dann habe ich eh nichts mehr weitergemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich das dann lassen habe. Aber der ist echt voll cool. Wow. Wenn ich mein Tischchen kann, jetzt links und rechts dummt sich es wirklich jetzt schon. Das ist so. Ach, Alexandra, ich muss jetzt meinen Kaffee da irgendwo rausholen. Ich muss jetzt dann noch den letzten Schluck trinken. Bevor er denn dann ganz kalt ist. So. Und man glaubt es kaum. Ich habe es euch eh schon gesagt. Voll genial. Das jetzt mit 3 von der dullen Serviette. Oh mein Gott. Wie cool.
Die sind ja voll mega. Und so groß. Na cool. Der absolute Wahnsinn. Schau mal, wie groß die sind. Die kriege ich gar nicht ins Bild. Also die sind größer wie A4. Wow. Dankeschön. Danke, danke. Also die sind echt voll cool. Oh, jetzt habe ich Schokolade gesehen. Die mag ich überhaupt nicht. Wer mag den für Smarties? Na, um Gottes Willen. Ich bin ja ein bisschen ausgestattet. Juhu. Was bist denn du Schönes? Was? Ich sollte vielleicht in die Kamera heben und nicht irgendwo da hinten irgendwo lesen. Beidseitig verwendbar. Duo Design Falbfolien. Geprägt in Crash-Seidenoptik. Okay, jetzt können wir gucken. Ich bin von so vielen Informationen, die gerade da vorne umgestanden sind. Etwas überwältigt. Das verbirgt sich dahinter. 6 ist das. Ist das genial oder ist das genial? Boah. Grad in 10x10. Alexandra. Um Gottes Willen. Na. Was wird das nicht glauben? Ich habe gerade eine Hormonblumen-Serviette entdeckt. Aber ich habe auch nochmal so eine Tasche entdeckt. Ein bisschen Vintage nochmal. Was für ein Traum. So schön dekoriert. Jetzt muss ich gerade aufpassen, weil da sind drunter nur so kleine Sachen. Eine Schatzkarte. Das schaut ja cool aus. Disneyland. Ups. Ich wollte euch jetzt das unterschlagen. Pazifik, Arizona, Idaho, Amerika. Mach das so schön. Der Weg an dem Kreuz führt heim. Das ist total hitzig. Das ist in Deutsch mit der alten Schrift. Ja. Und drunter als Englischer ist ganz normal gedruckt. Cool. Boah, die sind ja schön. Cool. Ich bin schon wieder beim Lesen, Entschuldigung. Test sein. Tickets. Alice im Wunderland. Da ist der Hase. Da sind die Zwillinge. Wie haben die Krassen? Was jetzt nicht? Cool.
Das schaut ja auch cool aus. Das war. Alte Postkarten. Was ist denn das? Kritzelbilder, ich liebe Kritzelbilder. Ja, ich liebe Kritzelbilder. Das geht so. Also das ist ein Haus, damit die Menschen, da ist nur ein Hund. Und das geht aber so. Das schaut aus wie ja, Indianerstamm im Prinzip. Die tanzen da gerade ums Feuer rum oder so. Da ist auch wieder ein Boot mit zwei Leuten und da ist ein Wasserflugzeug. Und da ist das Dorf oben am Hügel und da geht es aber zum Fluss, See, keine Ahnung. Die sind aus einem alten Buch auskopiert, okay. Okay. Cool. Dann haben wir das Ornamente mit Rosen. Und nochmal mit Blümchen. Oh, wie süß. Die Käfis. Ups, ah, was haben wir da jetzt noch? Nochmal so Postkarten. Da ist nochmal ein Teil von der Schatzkarte. Und da haben wir auch nochmal Papier. Das glaube ich, das kenne ich. Aber die sind alle so schön. Die sind alle mega. Ich glaube, den Block habe ich alle einmal gekauft damals. Total schön. So, und drehe das wieder um. Kriegst du wieder mal ein Herzchen von mir? Danke. Mein Gott, nein. So, ich habe ja gesagt, ich habe nochmal Serviette entdeckt. Tschüss. Ach Gott, die sind auch mit drinnen. Und nochmal Monstera-Blätter. Und nochmal, meint die Hundis. Das da mal auf die Seite. Ich habe da noch mein Backerl liegen. Ich habe es nicht vergessen. Wo ich gemeint habe, ich muss es aufheben. Und dann sind immer die Monstera. Ist echt super. Nochmal Hunti. Und dann ist da nochmal so eins drinnen. Voll genial. Echt super. So. Jetzt weiß ich nicht, soll ich jetzt das da aufmachen? Wenn ich das jetzt so weg tue, kugelt mir dann das alles aber? Ja. Scheiße, Andrea. Ja, ich sage ja, ich habe aufgebaut ein bisschen, ne? Vielleicht ein Ersatz. Und da ist ja immer zwei da oben. Ich habe jetzt nichts anderes gefunden. Okay. Okay, okay. Oh mein Gott. Sechs ist das. Was ist das? Andere After Eight? Na. Hatte doch schon vorher aufmachen sollen. Das war im Zusammenhang mit dem. Okay. Tschüss.
Gin, Tonic und Mint. Na, wie cool. Kenne ich auch nicht. Das wird sicher irgendwas so Sommer Edition. Traue ich mir doch weg. Bitte was? Es gibt Erdbeer After Eight. Ich muss ins Geschäft. Es gibt Erdbeer After Eight. Okay. Ich tue jetzt was, was ich sonst nie in meinem Video tue. Es tut mir jetzt echt total leid. Aber, mal wenn es das riechen kann jetzt. Oh mein Gott. Ich muss jetzt da ans Kosten. Es tut mir jetzt einfach echt leid. Da müsst ihr jetzt durch. So. Herrlich. Das ist ein super als Ersatz geeignet. Entschuldigung. Jetzt rede ich auch noch mit vollem Mund. Schande, Andrea. Also, die Orange sind genial. Aber mit denen kann man sich durchaus trösten. Mit der Erdbeer. Die kostet dann. Jetzt kann ich nicht nur einen Saft machen. Nein, um Gottes Willen. Die sind mega lecker. Also, Erdbeerminze ist auch eine super Kombi. Zum Trösten, wenn es keine Orangeminze gibt. So. Hab ich mir jetzt halbwegs normal ausgedrückt? Ja, ich denke wohl. Und jetzt habe ich da noch zwei Blöcke drinnen. Und die möchte ich euch natürlich auch noch zeigen. Kenne ich denn? Ich weiß es nicht. Na, den kenne ich nicht. Na? Das muss ein älterer sein. Oder ganz ein neuer. Und die haben leider nicht. Blattern. So, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Urban, genau, urban. Da steht jetzt kein Jahreszahl drauf. Ja, die sollte mal anders sein. Also keine Ahnung, aber ich habe, die kenne ich überhaupt nicht. Danke. Man will jetzt noch After Eight essen. Und dann hat sie mir das noch eingepackt. Ich muss es auch so hinnehmen. Und das ist einfach nur voll genial. Da kannst du Taschen machen. Was ist denn das? Mal, da sind noch so Teigkratz mit dabei. Ist das? Das ist vom Action. Ja. Kenne ich nicht. Also Die-Cuts und dann sind da eben so, mein Gott, da kannst du es eventuell sehen, sechs ist das, die sind alle schon so fertig gefalzt, dass man also kleine Taschen draus machen kann. Und das ist natürlich mega super, wenn es einmal schnell gehen muss. Ah, da ist sogar eine Seite allen beglittert. Oder waren die alle beglittert und ich bin leider, nein. Zwei ohne Glitzer und zwei mit. Zwei ohne Glitzer und zwei mit. War das jetzt Deutsch? Ich weiß es nicht. Mega schön. Aber was wollte ich sagen? Ja, eben, wenn es einmal schnell gehen muss, dann tust du da halt eins raus und tust schnell zusammenfalzen und zusammenkleben. Und hast gleich eine nette Geschenksverpackung. Und sogar hinten hatte ich ja sogar noch Deko mit drauf zum Drauftun. Total cool. Total cool. Also überhaupt das so. Das gefällt mir total gut.
Meine liebe, liebe Alexandra, was soll ich denn jetzt bitte sagen? Eine kleine Überraschung. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn, wirklich. Also tausendmal danke, langt ja gar nicht. Ich bin wirklich total überwältigt. So viele schöne Sachen wieder und auch Sachen, die was ich überhaupt in meinem Leben überhaupt noch nie gesehen habe. Richtige Schätze, sage ich jetzt einmal, die was ich unter keinen Umständen wirklich verbasteln kann. So wie das ohne Transparentpapier, wenn ich das jetzt da rauszuppel. Ja, dann kugelt wahrscheinlich alles, gell? Nein. Das ist da so total schön. Und auch dir danke für die ganzen tollen Servietten. Vor allem, wo sind sie denn jetzt? Wo sind da. Diese hier? Wie gesagt, ich habe mich über die eine schon gefreut, weil die andere habe ich ja verbastelt. Und jetzt habe ich, glaube ich, ein paar mehr gekriegt. Also von dem her, ja. Da gehe ich auch. Sommer Edition. Und meine Orange, die werde ich genießen. Und dann halt hoffen, dass es sie vielleicht beim nächsten Jahr im Winter wieder gibt. Irgendwas, ich kriege ja jetzt noch ganz, ganz viele Bussis. Und nochmal ein ganz dickes Herzl und nochmal ganz, 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 ganz fest danke. Ich habe mich wirklich mega gefreut. Es sind einfach total viele schöne, tolle Sachen. Und ich muss mir jetzt eh in Ruhe alles nochmal genau anschauen. Und ja, das ist während dem Video machen immer ein bisschen. Sonst rede ich unter Umständen mal 5 Minuten nichts oder so, weil ich beim Schauen bin. Also, werde ich das jetzt nochmal alles ganz in Ruhe durchschauen und ja. Dann war es das auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch dir, Alexandra. Und wie gesagt, ich habe es ja vorher schon gesagt, es tut mir leid, dass ich jetzt so lange aufs Video warten hast müssen. Aber ja. Wie gesagt, ich mag das nicht so hudelig da irgendwo auspacken und einfach so und das habe ich gekriegt und das habe ich gekriegt und das habe ich gekriegt. Sondern ich möchte es ja in Ruhe machen und ja. Deswegen lieber ein bisschen länger warten, aber dafür wird es dann ein schönes, wahrscheinlich sehr langes Video. Ich habe absolut den Zeitraum aus den Augen verloren. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Video jetzt dauert hat. Ja, ihr wisst es. Das habt ihr sehr gut geschaut. So. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer ihr habt. Und dann sehen wir uns, wenn es wollt, im nächsten Video wieder. Tschüss!